Ich verlese jetzt vier Briefe zwischen dem Schüler Aljoscha und Ottokar. Der erste Brief. Lieber Aljoscha, ich heiße Ottokar und du wirst dich vielleicht wundern, warum ich dir schreibe. Das kam so. Unsere Russischlehrerin heißt Frau Petun. Wir nennen sie aber unter uns Petowna Kuritsa. Das ist ihr Spitzname. Eines Tages brachte sie einen Brief mit und fragte, wer dem Lenin-Pionier Aljoscha schreiben möchte. Alle wollten schreiben und schrien es der Frau Petun zu. Aber die Frau Petun steckte sich die Finger in die Ohren und rief, so geht das nicht. Sie ließ Zettelchen anfertigen, auf eines machte sie ein Kreuzchen und wer das zieht, darf schreiben. Weil ich aufpasste, habe ich mir das Kreuzzettelchen am Kniff gemerkt und so habe ich dich gewonnen. Alle ärgerten sich über mich und als die Frau Petun sagte, jetzt musst du auch am besten Russisch lernen, da ärgerten sich nicht mehr alle. Lieber Aljoscha, zuerst beschreibe ich dir unser Dorf. Es ist sehr schön mit viel Wald drumherum und wir haben sogar ein Kino. Auch gibt es ein Landambulatorium, zwei Konsums auf Russisch Magazine, einen Badesee und eine Schule nebst Kneipe. Ich gehe in die 6. Klasse. Meine Zensuren sind nicht schlecht. In Russisch habe ich eine 2. Auch besitze ich eine deutsche Langohrzippe. Und hier ist eine Fotografie. Es sind zu sehen unser Garten, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, die Zippe und dein Freund Ottokar. Schicke mir bitte schöne Briefmarken. Jetzt schreibe ich noch auf Russisch. Viele Grüße auf den Frieden und auf die Freundschaft. Dein Ottokar. Die Antwort. Guten Tag, Ottokar. Ich habe deinen Brief erhalten. Er ist sehr interessant. Unsere Lehrerin für deutsche Sprache heißt Olga Ivanovna Perzova. Auf Deutsch Pfeffer. Das ist ihr Scharfname. Meine Heimatstadt ist Tomsk. Es gibt Theater, Kino, mehrere Fabriken, Parke, Sportplätze. Und ich gehe auch in 6. Klasse. Ich habe deine russischen Wörter nicht lesen können. Du schreibst immer Deutsch, ich will lernen. In deutscher Sprache habe ich immer eine 5. Darüber ist sehr zufrieden mein Vater, meine Mutter und meine Lehrer. Warum hast du einen 2 in Russisch? Das ist nicht gut. Du musst mir erklären, was heißt Kneipe? In meinem Wörterbuch gibt es keine Kneipe. Weiter. Warum heißen deine Schwester Langohrzippe? Es ist eine sehr schöne Schwester und ihre Ohren sind wie in der Sowjetunion. Ich besitze auch einen Vater, eine Mutter und eine Schwester, die Zippe Natascha. Mein Vater ist ein Natschalnik, das heißt Direktor und er hat viele Orden. Meine Mutter ist eine kranke Schwester und Zippe Natascha eine Komsomolzin. Und sie muss mich immer erziehen. Auch habe ich eine große Briefmarkenversammlung. Du musst mir sagen, wenn ich schreibe falsch, weil ich will lernen. Ich schicke dir Briefmarken von Sajus und wünsche dir Glück im Leben deiner Person und deiner Familie und deinen Kindern. Es lebe unsere Freundschaft, dein Freund Aljoscha. Die Antwort wieder. Guten Abend, Aljoscha. Ich danke für deine Briefmarken. Ich schicke dir auch welche mit Sonderstempel. Wir feiern nämlich Republikgeburtstag, schon 30 Jahre. Meine Eltern waren auch einmal Pioniere, jetzt sind sie Genossen und für eine Pionierfunktion nicht mehr brauchbar.
Dafür haben wir den Pionierleiter Alfons. Nun antworte ich auf deine Fragen. Ich verstehe nicht, warum du eine 5 in Deutsch hast. Du schreibst ganz gut Deutsch. Wir sind froh über eine 2 in Russisch. Eine 1 ist noch besser. Das ist mein Ziel im Fünferplan. Weiter. Eine Kneipe ist ein Gasthaus, in welchem man Bier und Wodka trinken kann. Wenn mein Vater zu viel Wodka trinkt, wird er blau. Weiter. Die Langohrzippe ist ein weibliches Kaninchen, meine Schwester frisst kein Gras. Mein Vater ist ein Bauarbeiter und hat auch schon viele Orden und einen sowjetischen Freund. Dieser heißt Anatoli. Einmal hat sich mein Vater mit ihm getroffen. Sie sprachen über die Slobin-Methode, über Filme, Bücher, ihre Frauen und andere Hobbys. Meine Mutter ist eine Verkäuferin, aber ehrlich. Jetzt muss ich dich mal etwas fragen. Wenn deine Mutter eine kranke Schwester ist, warum schickt ihr sie nicht in die Poliklinik? Und wieso ist sie dann deine Schwester? Vielleicht verwechselst du die Wörter Mutter und Schwester und meinst Tante. Meine Schwester Jana erzieht mich auch andauernd, aber meistens heult sie danach und ich mache mir nichts draus. Indem ich dir zurufe, Nastarovia, bleibe ich dein unzerbrechlicher Freund Ottokar. Und noch eine Antwort. Gute Nacht, Ottokar. Dein Brief war sehr interessant. Ich werde erklären. Meine Mutter ist als kranke Schwester jeden Tag in Poliklinik. Aber sonst ist sie gesund. Mit meiner Tante verwechsle ich nicht. Jetzt habe ich Fragen. Warum heißt ein Mädchen auch Kaninchen? Meine Schwester frisst auch kein Gras. Sie frisst am gernsten Torte. Weiter. Wenn mein Vater viel Wodka trinkt, wird er nicht blau, sondern rot. Weiter. Was heißt Hobby? Ist das vielleicht ein Reiterspiel? Ich habe gelesen, deutsches Gedicht für Kinder, es heißt Hobby, Hobby, Reiter und so weiter. Du musst mir erklären, das Spiel, ich will lernen. Bei meinem Vater war auch Freund von GDR, er heißt Dr. Karl-Heinz Schneider. Sie haben gesprochen über die Schneider-Methode, Elektronik, Marx, Engels, Lenin und deutsches Bier. Als er gegangen ist, hat er geküsst die Gesichtsbacken von meinem Vater und die Hand von meiner Mutter. Mich nannte er Maladietz und meine Schwester Olala. Lieber Ottokar, ich dich schon sehr liebe und ich viel von dir lerne. Ich dir danke für Briefmarken. Meine Eltern waren auch Pionier und Komsomol und jetzt sehen sie alt aus. Aber man kann sie noch brauchen. Indem ich dir zurufe, Prost. Und auf dein Wohl bleibe ich dein Bruderchen Aljoscha.